Liebe Freunde der Malerei, willkommen zu unserer Sendereihe Malen mit Herdin. Mein Name ist Rainer Hillebrand. Zusammen mit dem bekannten Maler Herdin Rathke werden wir in den nächsten Monaten die Grundlagen der Öl- und Acrylmalerei hier in diesem Programm vorstellen. Herdin wird in jeweils 30 Minuten ein Projekt vorstellen und an den Stellen, an denen es erforderlich ist, werde ich die Unterschiede zur Acrylmalerei in aller Kürze aufzeigen. Hallo Herdin, was hast du für heute geplant? Hallo liebe Malerfreunde, ich sage Grüß Gott in meinem kleinen Atelier. Ich zeige euch heute, wie man meine berühmten Wassertropfen malt. Dreidimensional und sehr transparent. Gleichzeitig auch zeige ich euch den Schlüssel zur Ölmalerei, nämlich abschattieren von hell nach dunkel oder von dunkel nach hell, stufenlos. Das alles seht ihr in meinem kleinen Film. Augen aufgemacht, Ohren aufgemacht und dann anschließend schön nachmachen. Viel Spaß! Ich habe wie immer meine Pinsel. Drei Pinsel brauche ich im Augenblick. Das ist der 8er Flach, der 6er Flachpinsel hier und der 2er Rundpinsel. Dann wie immer mein kleines Schmergelpapier, vielleicht ein bisschen abschmergeln, wenn noch irgendwelche Reste von der Grundierung drauf sind. So, und dann habe ich mein Malmittel. Vorher nicht vergessen, den Graugrund auf diese Leinwand auftragen. Der trocknet sehr schnell. In der letzten Sendung habe ich ja schon erklärt, warum das notwendig ist. So, wir gehen mit dem Malmittel jetzt drüber, über die erste Fläche. Wir malen auf dem kleinen Bild zwei kleine Bilder. Wegen der Farben, da wird er gleich sehen, was ich da veranstalte. Malmittel schön auftragen. Okay. Schon passiert. Zack, wegstellen, damit wir den Platz frei haben für schöne Dinge. So, und dann geht's hin und nochmal ganz leicht rüberwischen, damit das Malmittel relativ dünn drauf ist. Okay. So, ich habe hier rechts die Farben gesetzt, damit ihr genau seht, was ich mache und wie ich das mache. Wie gesagt, Pinsel flach halten, den kleinen Zeigefinger gerade und auf los geht's los. Ich nehme ein bisschen Orange, teile die erste Fläche diagonal ein und dann nehmen wir nochmal, naja, machen wir es ein bisschen komplizierter, machen wir es doch nicht so kompliziert, zwei Flächen hier und zwei Flächen hier. So, 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt fangen wir an mit der ersten Farbe, das ist dieses Gelb. Das ist das helle Gelb und da fülle ich schön meine kleine Fläche aus. Ihr seht, gut bedecken, an die Kante rangehen, so, an die Kante rangehen und Pinsel dabei flach halten, damit ich so wenig Spuren wie möglich mache. So, das wäre die erste Fläche. Dann kommt die zweite. Das ist gleich Orange. Ich nehme hier reine Tubenfarben. Nochmal ein bisschen Orange. Das ist am Anfang für eine einfache Übung nicht zu kompliziert. Ihr tragt die reine Farbe auf, aber schön bedecken, nicht zu dick, das sieht man, da sind so Flatschen drauf, das muss weg. Und dann geht ihr runter bis an die Kante ran und immer neue Farbe aufnehmen und gut vertreiben, indem ihr den Pinsel schön flach haltet. So, nochmal, so, einmal hier und nochmal nachschießen ein bisschen
gut mit dem flachen Pinsel verteilen. Da dürfen keine so Ecken drauf sein, das ist wichtig. Weil ich sehe alles, auch wenn ich nicht da bin, gell? So. Und schon wieder sind wir dabei und machen dieses Feld schön zu, auch an die Kante rangehen. Die meisten werden ein bisschen sparsam an der Kante, aber da müsst ihr richtig schön Farbe auftragen. So, dann geht es weiter mit der nächsten Farbe, da geht es dann schon in das Rot. Das ist also mittelgelb, hell bis mittelgelb, das ist ein Cadmium-Orange und das ist ein mittlerer Rotton. Ihr seht, ich habe also überall keinen zu starken Kontrast. So, das nochmal hier. So, schön flach auftragen mit dem 6er Flachpinsel. Immer eine Seite benutzen und an die Kante ran. Geht wie das Brezelbacken hier schön ran, zack. Und da auch nochmal an die untere Seite. Was ich hier mache, das sind die sogenannten Farbfelder. Ich setze die Farbe jetzt. Das sind die Farbfelder. Und jetzt das letzte Farbfeld mit einem dunkleren Rot. Auch hier schön wieder. Da ich trage die Farbe nicht so ran, sondern ich gehe so ran mit dem Pinsel. Das sieht man gut, damit ich nehme ich da auch schön die Farbe auf. Wenn ich so die Farbe auftrage, kann es sein, dass es zu dünn wird. Aber wenn ich das so auftrage, dann habe ich schön am Ansatz auch diese rote Farbe. Zack, und drauf geht's mit dem letzten kleinen Farbauftrag hier. So, das habe ich da. So. Also einmal rot. Und man sieht gleich hell, dunkler, noch dunkler, ganz dunkel. Es geht darum, dass ich diese vier Farben nachher ineinander vermische. Dann habe ich nämlich hier den hellen Ton und da den dunklen Ton. Und das muss nachher ein stufenloser Übergang sein. Und das ist eigentlich das, was ich in meiner Malerei, sagen wir mal, entdeckt habe, dass ich ein Bild oder ein Motiv in Farbflächen aufteile, in dem jeweiligen Licht die Fläche setze und dann nachher vertreibe. So, das ist einmal das. Und weil es so schön war, machen wir das Gleiche auch nochmal unten in Blautönen. Das mache ich in den Blautönen. Hier fange ich an mit einem Hellblau, mit ein bisschen Weiß dazu und mache hier meine Hausaufgaben genau auch wieder. Ein bisschen mit Blau, dass ich vier Felder habe und fange hier eigentlich an. Ihr seht, ich habe den nur im Lappen abgezogen, die Farbe. Den Pinsel, vorher hatte ich rot abgezogen und jetzt nehme ich Blau. Das heißt, er ist sehr sauber, es kann nicht viel passieren. So, auch hier nochmal meine Farbe, die rein, schön. Blau, blau, blau. So, Königsblau ist das. Mit ein bisschen Weiß. Königsblau mit etwas Weiß. Macht die Farbe heller. Mit dem Weiß muss ich immer aufpassen. Wenn ich zu viel Weiß drin habe, ist es gar nicht so einfach, das wieder etwas dunkler zu machen. Also lieber etwas vorsichtig umgehen mit dem Weiß, als zu rabiat herangehen. So, aber ich kann alles wegwischen. Dann kommt der nächste Blauton. Da nehme ich ein bisschen Königsblau und dieses Kobaltblau. Und dann wird das etwas dunkler. So, wird das etwas dunkler. So, man sieht es auch hier. Wieder gehe ich an den Rand mit dem Pinsel quer. Nicht so, sondern so. Mit richtig schön Farbe hinkommt, tragt es auf. So.
in die Ecke rein und an den Rand runter, schön. Den Pinsel dabei immer ein bisschen tanzen lassen, flach hin und her bewegen, damit ich eine ziemlich homogene Fläche bekomme. Zack, auch hier unten nochmal. So. Okay, jetzt habe ich das. Jetzt zeige ich euch, was man macht, wenn man ein bisschen sich in dem Kontrastton, also dunkel-hell, vertan hat. Dann kann man einfach hingehen, ich will jetzt hier heller werden, gehe ich hier hin und setze hier ein bisschen mehr Weiß ein. Da. Dann werde ich automatisch mit dem Blau heller. Mit dem Blau werde ich heller, man sieht das auch. Und jetzt möchte ich mit dem unteren Ton auch heller werden. Dann gehe ich einfach hin und nehme hier unten auch ein bisschen Weiß-Blau ran und helle das auf. Dann wird der Ton auch heller. Ich nehme etwas Weiß rein und man sieht gleich, wie das Ganze heller wird. So. Das wird heller. So, dann haben wir das auch gemacht. Und jetzt gehe ich hin und mache den dunkleren Ton. Das ist als dunkelblau. Nächste Phase. Achtung, nicht zu dunkel. Ein bisschen Weiß mit rannehmen. Ganz klein bisschen. Und dann bin ich hier bei einer Aktion angelangt. Runter mit dem Blau. Bis an die Linie ran, auch hier quer gehen, ihr seht das mit dem Pinsel, nicht so, sondern so, schön gleichmäßig Farbe auftragen, bis runter gehen und auch hier weitermachen, noch ein bisschen Weiß dazu. So, dann habe ich das schon im Griff. Dann kommt die letzte Farbe, ein bisschen Weiß rein hier, ein bisschen zu dunkel, Weiß rein und zack, habe ich eine homogene dunkle Fläche. So, und jetzt kommt der letzte, das ist ein Indigo-Blau mit ein bisschen Kobaltblau. Damit das nicht zu stark so in die Ecke rein. Hier schön ausarbeiten. Kante machen, zack, bumm. Und fertig ist der kleine Mulk. Jetzt habe ich zwei Flächen. Einmal die rote und einmal die blaue. Pinsel sauber machen und ich fange gleich mit dem Blau an, weil ich da die Farbe dran hatte und gehe hier rüber und kreuze sozusagen. Hier, ich gehe über die Linie rüber und treibe die Farbe von links nach rechts oder von rechts nach links. Dabei muss ich meinen Pinseldruck einsetzen. Sauber machen, zur nächsten Fläche, ich gehe rüber von links nach rechts, also und immer so ein bisschen hin und her. Man sieht das ganz gut. Ich mit dem Pinseldruck die Linie praktisch weg x'e mehr oder weniger und zurück geht's in die letzte Phase auch hier und schon wird aus diesen komischen Lichtfeldern wird eine Lichtfläche. Pinsel sauber machen, kurz, leicht rüberwedeln, dann gehen diese Spuren weg, die man sieht und dann auch hier ein bisschen rüber. Und schon habe ich ein Lichtfeld kreiert. Das gleiche mache ich oben mit den Gelbtönen. Gehe ich ran und schön von oben nach unten bis zur Mitte ungefähr die Farbe drücken, hin und her. Meistens traut man sich nicht in das helle Gelb zurückzugehen. So, dann nehme ich gleich die nächste Phase. Gelb in das Orange bis zur Mitte rein, immer hin und her schieben,
nicht nur einseitig arbeiten, sondern richtig schön hin und her schieben. Zack. Und dann gehe ich gleich weiter zur letzten Phase und richtig von dem Hellrot in das Dunkelrot rein. Langsam, nicht zu schnell. Und dann habe ich hier meine kleinen Fußballfelder, sage ich immer, die Zuschauer sind das. So, und dann mache ich den Pinsel sauber und gehe ganz vorsichtig rüber, ganz weich, Pinsel relativ flach halten. Und schon habe ich meine mehr oder weniger homogene Fläche. Ich mache das jetzt sehr schnell, damit ihr das auch in der richtigen Zeit seht. Aber das reicht schon im Augenblick. Schaut relativ einfach aus, aber ihr werdet sehen, das ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen nicht springen, nicht von hier nach hier und von hier nach hier, sondern immer da anfangen und ganz langsam sukzessive dann nachher nach unten gehen und dann die Farben schön ineinander treiben und die Druckstellen rausholen. Für Acrylmaler werde ich jetzt die wichtigsten Schritte dessen, was Herdin uns gerade erklärt hat, auch noch einmal aufzeigen und die verschiedenen Arbeitsschritte in Angriff nehmen. Entsprechend habe ich meine Palette vorbereitet. Hier gibt es mein Gefäß mit ganz wenig Wasser. Dann habe ich hier vom Küchentuch etwas Papier zum Abstreifen des Pinsels, wenn ich die Farbe am Wassergefäß beseitigt habe, um sie dann hier abzustreifen. Dann habe ich die ersten Farben auf der Palette untergebracht und da Acrylfarben sehr schnell trocknen, habe ich diese Farben entsprechend nur in ganz kleinen Mengen aufgetragen, so etwa erbsengroß. Da habe ich Weiß, da habe ich Gelb, da habe ich Ockergelb, dort ist Karmesinrot und hier habe ich Hellrot und ganz zum Schluss haben wir dann auch hier noch das Van Dyck Braun. Jetzt beginnen wir auf unserem Graugrund mit der eigentlichen Malarbeit. Mit dem Achterpinsel beginne ich jetzt die verschiedenen Farbflächen aufzutragen. Und da beginnen wir mit dem hellen Gelbton. Die gelbe Farbe wird jetzt hier in kleinen kurzen Strichen, so wie Herdin das gezeigt hat, auf den Graugrund übertragen. Ich habe jetzt nicht das in die einzelnen Felder eingeteilt, weil wir ja hier mit Acrylfarben etwas schneller arbeiten müssen als mit den Ölfarben, die zwar auch relativ schnell trocknen, aber nicht ganz so schnell wie die Acrylfarben. Jetzt nehme ich als nächste Farbe das gelbe Oker dazu. Die nächste Farbfläche wird angelegt und wie wir schon sehen, zunächst einmal vermischen sich die Farben noch nicht. Das werden wir gleich mit kurzen Strichen in Angriff nehmen. Jetzt gehen wir also hier hinüber und vertreiben die Farben ineinander, sodass die Gelbtöne in die hellen Ockertöne übergehen. Wenn das im Übergang noch nicht reicht, nehmen wir noch etwas Gelb dazu. Hier also unsere helle gelbe Farbe, die wir jetzt auf dieser Seite entsprechend auftragen, um den Farbübergang zwischen Gelb und gelbem Oker zu erreichen. Wir setzen den Pinsel ganz seicht an, ganz weich, um die Farbe nicht zu sehr aufquellen zu lassen. So haben wir jetzt den Farbübergang von Gelb zu Oker erreicht. Jetzt gehen wir an die nächste Farbe. Das ist unser Zinnoberrot. Zinnoberrot reiht sich hier an unseren Ockerton an. Zinnoberrot noch ein bisschen dazu. Und auch hier nehmen wir wieder etwas Ocker auf.
um den Farbübergang zu unterstützen. Also Ockerton und Farbübergang. Und die kurzen kleinen Striche ganz weich aufsetzen, nicht zu stark drücken. Jetzt werden wir mal die Farbe abstreichen und mit einem trockenen Pinsel den Rest des Übergangs hier zu erreichen. Wir sehen schon, die Wirkung ist sehr angenehm. Wir haben jetzt einen Farbübergang von Gelb über Oker auf Rot. Der Rotton ist noch dominierend. Wir gehen noch etwas mehr Ocker dazu, um hier den Übergang doch noch etwas weicher zu gestalten. Das Ganze ist jetzt eine Arbeit in Acryl ohne Medium. Das heißt, wir arbeiten direkt mit den Tubenfarben, um hier die Übergänge zu erreichen. Und wir arbeiten nicht mit einem Medium, was die Trocknungszeit verlängern würde. Das ist also ein Weg, den ich gefunden habe, mit dem ich sanfte Farbübergänge auch für Acrylfarben erreichen kann. Wie wir sehen, ganz leicht, ganz sanft wird die Farbe verstrichen. Und gleich werden wir noch einmal mit Karmesinrot hinzukommen. Erst aber noch mal etwas Zinnoberrot, um den Farbbereich hier zu erweitern und den Übergang noch etwas sanfter zu gestalten. So, das haben wir auch geschafft. Jetzt streichen wir das hier unten noch ein bisschen weiter raus und kommen dann zu unserem noch dunkleren Rotton, dem Karmesinrot. Das Karmesinrot fügen wir hier an. Streichen es etwas aus. Und wir machen jetzt auch hier wieder den sanften Farbübergang von Zinnoberrot zu Karmesinrot. Sanft mit kurzen Strichen, so wie Herdin das gezeigt hat. Als letztes nehmen wir jetzt das Van Dyck Braun und werden dann hier unten ganz dunkel. Das ist schon fast schwarz, aber das ist eben nicht ein Tubenschwarz, sondern das ist unser Van Dyck Braun, was auch hier den Farbübergang zum Karmesinrot durchführt. Wieder Farbe an unserem Tuch abstreifen und nochmal etwas Karmesinrot aufnehmen, um hier den sanften Übergang noch besser erreichen zu können. Wieder ganz sanft, ganz vorsichtig den Farbübergang herstellen. Schön flach. So. Ja, noch nicht ganz. Hier machen wir noch ein bisschen. Wir nehmen noch mal etwas Karmesinrot auf, weil das Van Dyck Braun doch sehr dominierend ist. Also Karmesinrot hier hinein. Und mit den kurzen Strichen hier den Farbübergang herstellen. Jetzt mache ich Folgendes, habe ich diese beiden Flächen nochmal wiederholen. Hell-dunkel, hell-dunkel. Um den Vorgang zu vereinfachen, habe ich mir Lichtfelder gesetzt. Und hier machen wir einfach ein Licht auf einer zweidimensionalen Fläche. Das nächste Mal bauen wir das Licht auf einer dreidimensionalen Fläche. Was es ist, verrate ich noch nicht. Aber es wird dreidimensional. Hier ist es zweidimensional. Dafür, damit es aber nicht langweilig ist, machen wir jetzt unseren Wassertropfen
Der ist nämlich dann schon dreidimensional. So, und da gehen wir hin und nehmen einen kleinen Zweierpinsel. Jetzt mache ich hier mit Weiß-Gelb. Ich nehme mal Weiß-Gelb. Weiß-Gelb. Vorher habe ich den Pinsel so ein bisschen platt gedrückt. Guck mal, ich habe ihn platt gedrückt. Das ist ein Rundpinsel, zweier Rund. Habe ihn etwas platt gedrückt. Dadurch kriege ich dann einen minimalen, einen ganz kleinen Flachpinsel rein. So. Jetzt gehe ich hin und mache hier eine Schleife. Zack. Eine Schleife. Und diese Schleife muss ich jetzt so bearbeiten, dass die helle Kante außen ganz scharf bleibt. Und nach links, seht ihr ganz gut, vertupfe ich in den Hintergrund, in die noch flüssige Ölfarbe. Die Ölfarbe ist jetzt noch flüssig. Und ein bisschen mehr Gelb mit Weiß in diese Ecke rein. Farbe setzen, Pinsel trocken machen und ein bisschen vertreiben. Ihr seht, aber ich mache nicht diese rechte Kante außen. Die ist ganz schön noch scharf geblieben. Und nach links rüber, wunderbar, und Pinseldruck abheben. Kleine Striche mit dem Flachpinsel machen, ganz leicht, ich muss streicheln. Der Pinseldruck, da muss ich mich dran gewöhnen, da muss ich üben, mal etwas doller, mal etwas leichter. So, ein bisschen oben noch ein bisschen verarbeiten, so. Jetzt kommt der Schatten, da nehme ich ein dunkles Rot, hier. Mache genau hier einen Schatten an die rechte Wand, an die rechte Seite. Aufpassen, dass ich nicht den Wassertropfen, den werdenden Wassertropfen, berühre. Die Kante muss immer schön scharf sein. Das zeigt euch jetzt die Evi, die geht mit der Kamera ganz nah ran und dann sieht man das wunderschön so. Dann mache ich den Rand auch immer zwischendurch etwas sauber machen, weil ich damit einen trockenen Pinsel arbeite. Und den Rand ganz versuche ich etwas weicher zu machen. Vorsichtig, ganz sanft rübergehen. So. Man muss das Gefühl haben, da unten ist also eine ganz empfindliche Stelle. Und da muss ich ganz weich, jetzt ist es weich. Jetzt hole ich wieder dunkle Farbe ran, dunkelrot. Und steife das ab, nochmal. Ein bisschen abziehen und mache eine Gegenbewegung. So, da habe ich die Gegenbewegung. Trocken machen und von links nach rechts. Jetzt außen, die Kante muss jetzt wirklich nach außen scharf bleiben und ich mache das hier so. Zur rechten Seite hin mit dem Tüpfeln mache ich das noch mal ein bisschen dunkel rannehmen. Vielleicht ein ganz klein bisschen. So. Runder machen. Also einmal von links nach rechts mit kleinen Strichen den Schatten reintreiben und von rechts nach links das Licht. Du kannst noch mal ein bisschen zurückgehen, dann sieht man das auch ganz gut mit der Kamera, wenn das etwas weiter weg ist. So, ganz weich gemacht. So, nochmal. Wichtig ist, dass die beiden Kanten, die dunkle Kante und die helle Kante, genau ineinander laufen. Das muss ich so vorher gut beachten. So, und jetzt gehe ich hin und mache meine sogenannten Glanzpunkte. Einen hier, und einen hier, nein, noch ein bisschen mehr Weiß, und einen hier, zack. Und dann tue ich die Hand noch mal davor, ein bisschen weggehen mit der Kamera, nicht zu weit, ein bisschen weggehen, und dann schuppdiwupp, und dann ist der
Wassertropfen da. Warum halte ich die Hand davor? Die habe ich davor gehalten, weil nämlich das Auge, wenn man sieht, wie es passiert, diesen Vorgang praktisch gar nicht richtig weiter transportiert. Ich muss unterbrechen und dann sieht man auf einmal, was da los ist. Doch ganz schnell einen kleinen runden Wassertropfen, nochmal mit Gelb und Weiß. Hier einen kleinen runden, zack, rund, oben mit dem Gelb ein bisschen hier noch mehr Licht reingebracht. Jetzt nehme ich das Dunkelrot und gehe ein bisschen und tippe das rein, einmal von rechts nach links und einmal von links nach ein bisschen mehr Rot nachziehen. So. Dann vor allen Dingen den Schatten machen, nicht vergessen. Da ist mir was passiert, ein bisschen, das tue ich weg. So. Und das gleiche wieder mit. Na, ein bisschen mehr hier. Und zack. Bisschen weggehen mit der Kamera und schwuppdiwupp. Und da ist er. Dann kannst du wieder rangehen. Das ist jetzt eigentlich phänomenal. Man sieht nämlich 3D. Ich habe hier jetzt einen 3D-Effekt durch diese helle Seite, die dunkle Seite. Das Ineinanderarbeiten der beiden Farbkontraste, hell nach dunkel und von dunkel nach hell, ineinander. Das ist das Gleiche, was wir hier gemacht haben, hell, dunkel oder dunkel, hell. Das Gleiche hier nur in kleinem. Da sieht man, wie wichtig das Ineinanderarbeiten oder das Abschattieren der Farben ist. Jetzt komme ich gleich noch nach unten zu den blauen Tropfen. Da nehme ich jetzt den Weiß, Blau und mache mir einen, zack, einen etwas größeren. Und gleich wieder rein, noch mal ein bisschen mehr in die eine rechte Seite legen, trocken machen, Pinsel und wieder nach links abschattieren, in den Hintergrund rein, noch ein bisschen mehr Licht hier unten da, wieder das Licht setzen und nach links rein, Pinseldruck wegnehmen und dunkelblau an die äußere Kante setzen, sieht man schön hier. Und gleichzeitig von oben den dunklen Rand setzen, einarbeiten, von links nach rechts, noch ein bisschen mehr Blau. Wichtig ist, dass die Kanten scharf sind. Die Kanten müssen scharf bleiben. Ganz weich versuchen, den Pinsel zu führen. Ich nehme noch mal ein bisschen dunkles Blau und mache hier ein bisschen den Schatten etwas verstärken. So. Und jetzt kommt natürlich dann wieder mein schöner Weiß. Zack. Und Hokus Pokus Video, bisschen weggehen und da ist er. Da sehen Sie. Mach schnell noch einen zweiten, kleinen, ganz kleinen zweiten, wieder hell. Und ich lasse den mal ein bisschen länger laufen jetzt. Jetzt lasse ich so, was ist das denn? Halleluja. Und hier unten wieder gleich nach rechts reintreiben, das Licht ist da, auf der rechten Seite, reintreiben nach links, Druck abheben, vorsichtig, ein bisschen mehr Licht setzen, unten, so, reintreiben. Jetzt kommt die Schattenseite, blau, ein bisschen Indigo dazu und dann Schatten ran. Und Gegenseite, dunkel,
sauber machen. Unten schön die Linie ineinander führen lassen. Und ich setze noch ein bisschen, schön weich, ein bisschen weiß da noch auf die rechte Seite. Bisschen erhöhen. Und jetzt kommen wieder meine berühmten Blitzlichter. Einmal hier, hier, hier. Hokus pokus fidibus, weggehen und schwuppdiwupp haben wir den Wassertropfen. Leinwand raus. Und das gleiche auf dem Blau auch. Da sieht man, wie man mit wenigen Strichen gleich in die dritte Dimension gehen kann. Unten mache ich einen Strich, dann steht die Leinwand auf der anderen drauf. Zieht man schön nochmal ab. Zack, ein bisschen dunkler. Steht die drauf, fällt nicht runter. Und das gleiche mache ich dann hier runter und zack. Bisschen blau. Stehen zwei kleine Leinwände aufeinander und freuen sich, dass sie den Wassertropfen nämlich auf der Hauptfläche haben. Und natürlich noch sind immer noch genagelt. Nageln. Die roten Leinwände sind immer genagelt. Auch oben vielleicht. Ganz klein und fein hier auch. Und da ganz dunkel, das sieht man kaum, aber das macht nichts. Dafür setze ich dann ein bisschen Lichter auf. Und das gleiche hier oben. Na, komm. Zack. So, das sind meine kleinen Freunde. Da habe ich jetzt gezeigt, wie man eigentlich aus einer leeren Leinwand ein kleines Bild machen kann. Und Datum dazu 23 aus die Maus. Unsere Farbflächen in Acrylfarben sind jetzt nach 10 Minuten gut angetrocknet. Wir beginnen mit dem ersten Tropfen hier in diesem Bereich für unser Gelb und ziehen unsere kleine Kurve. Und setzen anschließend die erste Kontrastfläche dagegen. Das ist einmal hier auf dieser Seite. Der Tropfen, der dann hier auf der anderen Seite einen entsprechenden Schatten wirft. Der Pinsel, den ich hier verwende, ist besonders fein, um die scharfen Kanten hier auftragen zu können.
Er hat die Größe 3/0. Das ist also schon eine ganz besondere kleine Pinselgröße. So, wir haben die Schattenflächen angelegt. Als nächstes gehen wir jetzt daran, die Innenseite zu gestalten. Dazu ziehen wir jetzt hier das Weiß ohne Zerstörung des Randes weiter nach innen. Und auf der anderen Seite ziehen wir unser Van Dyck Braun weiter nach innen, um eine fast durchsichtige Fläche zum Untergrund herzustellen. Man kann natürlich einen noch etwas größeren Pinsel an dieser Stelle einsetzen, aber ich denke, unser Pinsel arbeitet da schon sehr gut. Wir ziehen hier an dieser Stelle noch einmal ganz fein nach. Auch hier fügen wir noch etwas von der dunklen Van Dyck Braun Farbe dazu und verstreichen das Ganze nach innen. Wir streifen den Pinsel ab, machen ihn etwas trockener und ziehen jetzt von der anderen Seite unser Weiß hier rüber und ein bisschen zurück. Was jetzt noch zu tun ist, dass der Schatten auch mit dem abgetrockneten Pinsel hier unten ein bisschen weich gemacht wird. So haben wir den Schattenübergang zum Untergrund weich erzeugt. Und ganz zum Schluss kommt jetzt der Zaubertrick mit unseren Glanzlichtern. Da haben wir einmal auf dieser Seite ein Licht und hier oben zwei ganz kleine. Da ist eins etwas verrutscht. Das ist aber nicht so schlimm. Das nehmen wir mit. Und ein bisschen von Braun zum Reparieren. Und der Zaubertrick, Abracadabra, da ist unser Wassertropfen. Das war's wieder mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Da sieht man, wie man wirklich aus nichts, aus einer leeren Leinwand, ein ganz kleines, niedliches Bildchen machen kann und dabei sogar noch etwas lernen kann. Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Jeder, der sich auf Herdins leicht verständliche Techniken einlässt, wird sich darüber freuen, wie schnell man zufriedenstellende Ergebnisse erzielen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen viel Spaß. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Sie können das auch hier über die angezeigten persönlichen Internetseiten tun.